würde auf jeden Fall den Menschen raten, niemals aufzugeben. Deine Kinder ausgewirkt, dass du praktisch diese Ausbildung gemacht hast. Hallo, ich bin Glenn Jörn, heute wieder aus der Jörn von Brandon Bay. Ich habe die große Freude, ein zweites Mal zu sitzen mit Tanja. Die Beziehung, die Gefühle, die wir mit zusammen haben. Losgelöst. Wieder so ein bisschen im Fluss. Wieder in meiner Lebensenergie. Die nicht nur Journey Practitionerin, schon seit vielen, vielen Jahren. Bei der Journey von Brandon Bay und ich sitze hier gerade mit Hendrik. Hallo Hendrik. Ebenfalls Journey Practitioner. Nicht mehr sagen, das wurde ich öfter gefragt jetzt am Wochenende. Das ist eine große Freude, mit Tanja zu sitzen. Hallo. Ich habe die große Freude, mit einem liebbaren Fenske zu sprechen. Das war einfach ein einmaliges Erlebnis, danke. Die Journey ist für mich auch eine ganz sanft gelenkte Methode, in der ich mir jedes Trauma ansehen kann und vor allem auch lösen kann. Ich bin derart überrascht, dass ich vielleicht mit 60% oder 70% hierher gekommen bin und heute Abend fahre ich mit 95% nach Hause. Danke, Brandy. Eine deutliche Steigerung der inneren Reife, eine Voraussicht, eine Weisheit, eine innere Zufriedenheit, eine klarere Sicht. Das war für mich in dem Sinne sehr berührend. So emotional, das kann ich keinem sagen. Das ist einfach wow. Die Journey hatte ich sofort das Gefühl, dem möchte ich nachgehen. Das hat die Tiefe und die Leichtigkeit, die ich liebe. Dieses Buch, das hat irgendwie irgendwas in mir gemacht. Das war so, also die Ärzte sagen dir, Migräne kann man nicht heilen, aber das ist mir eigentlich egal. Eigentlich. Absolut sicher. Dieses Buch hat in mir so eine Überzeugung geweckt. Natürlich kann ich das heilen. Natürlich kann ich gesund werden. Natürlich brauche ich das nicht mit mir rumzutragen. Ich habe die Tendenz haben, unsere Gefühle zu verdrängen und das wahr zu haben. Und hier stehen einfach die Gefühle im Mittelpunkt. Berührt. Also ich fühlte mich so berührt, dass ich gesagt habe, okay, mach das nicht mehr. Die Quelle erfahren. Das hat mich sehr, sehr berührt. Da hat dieser Abschnitt der Ausbildung mich auf einen Teil meiner Reise begleitet, die so vielschichtig ist, dass ich eigentlich empfehlen würde, das selber auszuprobieren. Ich hatte meine allererste Reise und bin nachher aufgestanden und habe die gesamte Welt völlig anders wahrgenommen. Es hat mein Herz berührt und hat da so eine kleine Öffnung Richtung Gefühle geschaffen, sage ich jetzt mal. Da war schon sehr viel zu, was nicht mehr gefühlt werden durfte. Ja. Und war aber so wirklich so ein kleiner Moment, wo dann so, wo das so irgendwie Klick gemacht hat, genau. Und das ist dann irgendwie so hängen geblieben und deshalb bin ich dann weiter nachgegangen. Ich muss sagen, das hört sich jetzt vielleicht so merkwürdig an, aber es hat mir eine unendliche Erleichterung gebracht. Und tatsächlich konnte ich danach mein Leben wirklich einfach mehr genießen. Ich konnte meine Freude zeigen. Es war so, als wenn man mir 1000 Steine vom Herzen genommen hat.